Extrem viel Ecstasy, wenig Schlaf und eine gute Menge Benzos. Von Quarzi Cupcakes. Letzten Freitag um 18.30 Uhr holte ich Tom ab und wir fuhren zum Bahnhof. Es war seit 2 Wochen mal wieder geplant, heute Alpras zu konsumieren. Da ich leider letzte Woche krank war, mussten wir es auf die darauffolgende Woche verschieben. Es war echt mies, musste die ganze Zeit kotzen und konnte nichts essen. Hatte eine Lebensmittelvergiftung, weil ich Spaghetti mit zu viel Knoblauch roh und Knoblauchpulver zu stark gewürzt hatte. Und danach hatte ich leider noch ein bisschen Bier getrunken, was das Ganze wohl noch verschlimmert hat, denn am darauffolgenden Freitag wachte ich mit starken Brustschmerzen und heftigem Sodbrennen auf und musste die ganze Zeit dann, wie bereits erwähnt, mich übergeben. Aber das Miese war, bei den ersten 3 Malen kam so viel Säure mit hoch, dass ich mir meinen Hals verätzt habe, sodass ich danach extreme Schmerzen und ein Brennen vom Mund bis zum Magen hatte. Es ist auch etwas Säure beim Kotzen durch meine Nase gekommen, weswegen ich dann durch die Nase nicht mehr atmen konnte und Nasenbluten bekam. Am Abend, nach etwas Aspirin und Elektrolyten, ging es mir dann wieder einigermaßen okay. Aber ich wollte erstmal keine Drogen nehmen, weil ich Angst hatte, dass es wieder losgeht. Dann, eine Woche später, war wieder alles in Ordnung, nachdem ich meinen Körper ausreichend geschont hatte. Als ich und Tom beim Bahnhof angekommen waren, nahmen wir jeder 3,5 Alpras. Wir hatten dieses Mal wieder 15 Stück von Xalol, 1 Milligramm, aber dieses Mal nahm mein Kollege etwas weniger, weil er sich noch viel aufheben wollte. Wir hatten dieses Mal wieder einen nüchternen Magen, bevor wir die Benzos nahmen. Als dann der Bus um 18.40 Uhr kam, waren wir schon etwas drauf und zum Glück war der Bus leer, sodass wir uns maximal entspannt in die letzte Reihe chillen konnten. Im Bus rollte Tom dann erstmal einen guten großen J mit der Sorte Cookie Gelato auf. Als er damit fertig war, hatten wir es 19 Uhr und auf einmal zündete er den Joint einfach im Bus an, zog dreimal dran und ich sagte dann zu ihm, mach den aus, sonst fliegen wir noch aus dem Bus raus. Dann nahm ich ironischerweise auch noch 2 Züge und dann machte er ihn aus. Tom hatte so eine spezielle Box dabei, wo der Joint einfach dann ausgeht. Der Busfahrer hatte anscheinend nichts gemerkt oder es war ihm egal, da wir weiterhin mitfahren durften. Als wir dann um 19.20 Uhr an unserem Ziel gekommen sind, gingen wir erstmal zu Rewe und kauften uns Bananensaft, 2 Liter. Kaufempfehlung geht auf jeden Fall raus, wenn ihr Stone seid, mies geil der Scheiß. 6 Tüski und ein paar Pringles, Sour Cream plus Salsa Dip. Wir waren schon echt angenehm drauf und mussten die ganze Zeit unkontrolliert lachen. Es war also nun eine echte Herausforderung, sich an der Kasse gut zu benehmen. Als wir dann bezahlt hatten, gingen wir zu Ben nach Hause, wo wir uns dann mit ihm getroffen haben. Ben hat wie immer den Tripsetter gemacht und nur getrunken. Wir tranken zusammen das erste Bier und taten wieder für eine kurze Zeit so, als wären wir nicht total auf Benzos. XD ist immer lustig, wenn Ben es eh schon gemerkt hat. Haha. Dieses Mal sagten wir es ihm aber nach kurzer Zeit, da ich um 21 Uhr 3 weitere Zans zu mir nahm und ich Tom netterweise noch eine abgegeben hatte, obwohl er seine letzten 4 Jahre zu Hause gelassen hatte. Wir tranken dann anschließend jeder noch 2 weitere Bier, das letzte Tüski, was ich gekauft hatte, und etwas Bier von Bens zu Hause. Als das ganze Bier leer war, schoben wir erstmal wie gewohnt einen fetten Fressflash und leerten den gesamten Bananensaft, die Chips und sehr viel anderes Essen, das Ben noch daheim hatte. Um 22.45 Uhr war mein Kollege Tom dann eingeschlafen, XD. Um 23 Uhr sagte ich dann zu Ben, dass ich jetzt pennen gehen würde. Ich dampfte noch ein wenig und schlief dann direkt ein. Leider konnte Ben wieder einmal nicht auf dem Bett pennen, da Tom darauf eingepennt war. Aber das war nicht ganz so schlimm, da er dieses Mal auf der Luftmatratze schlafen konnte und nicht wie sonst immer auf dem Stuhl pennen musste. Als ich am nächsten Tag um 11 Uhr morgens aufwachte, war ich immer noch total drauf, aber ich konnte nicht mehr schlafen. Und da es bei Ben sehr kalt im Zimmer war, trank ich etwas Captain Morgan und versuchte dann weiter zu pennen, da die anderen noch schliefen. Leider funktionierte dies nicht und ich wartete etwas, bis Ben und Tom dann wach wurden. Da Tom auch noch ziemlich auf Benzos war, kamen wir wie schon so oft leider wieder auf die Idee, dass wir jetzt Teile holen müssen und kein Weg dafür zu lang ist. Leider aus dem Grund, da wir die 3 Monate Pause nicht einhalten konnten, wie so oft, und weil durch Teile meine psychischen Probleme noch stärker zum Vorschein kommen. Der letzte Konsum war erst 3 Wochen her und ich hatte eigentlich bis zu dem Moment, wo ich wieder auf Sens war, vor, nie wieder Teile zu nehmen und endlich gesund zu werden. Um 12 Uhr morgens verabschiedeten wir uns von Ben und fuhren mit dem Bus zurück nach Hause. Ich zu mir und Tom zu sich. Bevor Tom nach Hause ging, gab er mir noch 20 Euro für seine Teile und dann klärte ich ein Treffen mit unserem Dealer. Da ich keine Lust hatte, die Dinge alleine abzuholen, war es komplett unnötig, dass er mir schon sein Geld gegeben hatte. Abends um 23 Uhr traf ich mich bei Tom zu Hause und wir nahmen beide eine halbe Zan. Danach fuhren wir mit dem Fahrrad zum Bahnhof, nur um dann anschließend festzustellen, dass wegen dem Sturm am Samstag keine Züge mehr nach 23 Uhr nach Bremen fahren. Wir waren ungefähr um 23.30 Uhr beim Bahnhof und überlegten dann, wie wir jetzt nach Bremen kommen, da der Weg mit Fahrrad viel zu weit wäre. Tom stellte dann fest, dass um 0.40 Uhr ein Bus nach Bremen fuhr. Wir hatten genau 30 Euro dabei und kein Geld für den Bus.
Geplant war eigentlich mit dem Zug schwarz zu fahren. Aber der Busfahrer hat uns tatsächlich um 0.40 Uhr kostenlos nach Bremen gefahren. Es war ein Reisebus, der nicht einmal anhält vom Ziel, also maximaler Luxus, da wir so keine lange Fahrt vor uns hatten, da mir bei langen Busfahrten immer schlecht wird. Als ich bemerkte, dass wir in Bremen waren, so um ca. 1.40 Uhr, schaute ich auf Google Maps und bemerkte, dass unser Treffpunkt mit dem Dealer nur noch 1 Kilometer entfernt ist. Wir fragten den Busfahrer, ob er genau jetzt anhalten könnte, als wir fast da waren, und so ehrenhaft wie er war, ließ er uns bei der nächsten Tankstelle raus, obwohl der Bus eigentlich straight zum Bahnhof durchfährt. Als wir dann nach 20 Minuten Fußweg beim Treffpunkt waren, bemerkte ich leider, dass ich unseren Dealer missverstanden hatte und wir wohl doch zu ihm nach Hause gehen sollten und nicht dahin, wo er sich sonst immer mit mir traf. Da wir leider am falschen Ort waren und keine Bahn zu seinem Haus fährt, waren wir gezwungen, 6,4 Kilometer zu laufen. Die hatten wir dann um 2.50 Uhr geschafft, dank Google Maps. Unser Dealer gab uns einen Teil umsonst, weil normalerweise ein Teil 7,50 kostete, aber wir für 30 5 Stück bekamen, da wir schon öfter bei ihm geholt hatten. Leider hatten wir wieder einen leeren Magen, was dieses Mal nicht geplant war und nur durch die lange Anreise entstanden ist, da ich zuletzt etwas um 22 Uhr gegessen hatte. Wir bekamen 2 Telegram-Teile, ein Wicker-Teil und 2 Call-Secure-Dinger, alles in Grau. Soweit ich weiß, stand auf der Rückseite Warnung 250 Milligramm. Dann nahmen wir die Teile zu uns, ich ein ganzes und Tom 2 Drittel, weil es bei ihm meistens mehr reinfährt. Danach überlegten wir uns, wie wir nach Hause kommen und guckten auf Google Maps, wie weit der Bahnhof von unserem Standort entfernt war. Leider waren es 4,9 Kilometer. Wir liefen los und hofften, dass mein Handy nicht alle geht, bevor wir da waren, da Toms Handy schon kurz nach der Busfahrt leer war und ich nur noch 30% hatte. Denn wenn mein Handy alle gegangen wäre, dann hätten wir niemals den Bahnhof gefunden und wären ewig durch Bremen geirrt. Auch aus dem Grund, weil wir selten in der Stadt sind. Nach kurzer Zeit, so 15 Minuten circa, bemerkte ich einen unangenehmen Druck im Magen und mir wurde immer mehr übel. Dies lag wohl daran, dass wir leider kein Essen dabei hatten und halt generell am Komm-up. Es fühlte sich so an, als hätten wir Sand im Magen und ich musste die ganze Zeit weiterlaufen, da es mir schlechter ging, als wir angehalten haben, weil mein Kollege Rückenschmerzen bekam und mir die Beine wehtaten. Wir verliefen uns mehrmals auf dem Weg, aber nie so doll, weil mein Handy immer geleckt hat. Danach verging eine Stunde und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich nicht drauf komme, weil es irgendwie mit dem Come-Up nicht besser wurde und ich noch nie einen so langen Come-Up hatte. Wir hörten dann zum Entspannen die ganze Zeit das Lied Curly Fries von T-Lo und Chicken Soup von Skrillex. Da es mir jedes Mal beim Draufkommen so schlecht geht, hatte ich eigentlich geplant, das Teil klein zu schneiden mit einem Messer und das Pulver dann in ein Glas zu füllen, das ich extra dabei hatte, aber durch den Regen war es nicht möglich und außerdem hatte mein Kollege sein Teil auch so gedroppt, weswegen ich dachte, scheiß drauf. Ich wollte diese Konsumform anwenden, da so der unangenehme Teil stärker kommt, aber dafür nur so circa 10 Minuten und weil das Teil dann viel stärker knallt, als wenn man es als Ganzes schluckt. So circa um 4 Uhr waren wir dann fast da und ich bemerkte immer mehr, dass das Set sehr schlecht war. Zuerst gingen wir durch eine Brücke, die bunt beleuchtet war. Das sah sehr schön aus. Aber danach, als wir beim Bahnhof ankamen, fiel mir auf, dass dort überall Polizisten rumlaufen und da auch mega viele Polizeiautos stehen. Dadurch bekam ich erstmal Panik, weil wir ja noch 3 Teile dabei hatten und wir an 2 Polizisten vorbeigingen und dabei mega offensichtlich auf den Boden oder zur Seite schauten, wegen den Pupillen. Danach bekamen wir noch mehr Panik und überlegten uns, dass wir niemals wieder schwarz fahren werden und in diesem Zustand es unmöglich sei. Als ich dann endlich drauf kam und das unwohle Gefühl endlich weg war, machte ich erstmal mega verklatscht einen Snap und stellte ihn versehentlich in meine Story, XD. Das war eigentlich nicht so schlimm, aber es war halt echt peinlich, da ich in etwa gesagt hatte, die letzte Stelle, wo ich gerne teilnehmen würde, am Busbahnhof. Vor allem, wenn wir hier jetzt rumkuscheln, denken alle, wir wären schwul. Wir wurden danach eigentlich nur noch angeschnorrt am Bahnhof und verschenkten bestimmt 5 Kippen, aber kein Geld, da wir keins hatten. Wir hatten uns dann noch mit einer jungen obdachlosen Frau unterhalten, die dann eine Kippe mit uns rauchte und nachdem wir sie fragten, sie uns etwas darüber erzählte, wie es dazu kam, dass sie obdachlos wurde. Leider war von Anfang an das Feuerzeug von meinem Kollegen leer und mittlerweile auch unsere Handys. Deswegen haben wir die Frau gefragt, ob sie ein Feuer hätte und als sie dies bejahte, konnten wir endlich die erste Kippe rauchen. Zum Teil interessieren mich die Geschichten, wie die Leute auf der Straße landeten, aber zum anderen Teil taten sie mir auch leid. Es gab sogar einen jungen Mann, der uns nach einer Maske fragte, aber wir hatten keine über. Mittlerweile war ich todesbreit und hatte auch schon voll den Kiefer. Ich sagte dann zu dem jungen Mann, yo, wenn sie mir Geld geben, kann ich eine Maske besorgen. Peinlich war nur, dass er vorher noch meinte, dass er kein Geld hat, XD. Ich hatte das direkt vergessen, als der es uns sagte. Dann meinte der Mann auf einmal, ey, ihr seid doch voll auf Drogen, geht mal weg! Danach meinte Tom noch zu mir, dass es wohl möglich unhöflich klang, als ich zu dem Mann sagte, dass wir sein Geld bräuchten für eine Maske.
Aber so war das echt nicht gemeint. Ich dachte, er kann sich keine kaufen, weil er ohne eine Maske nicht in den Laden gehen kann. Die Cops waren mir mittlerweile fast egal. Und wir gingen nun in den Bahnhof rein und setzten uns auf eine Treppe und bemerkten dort, dass bald ein Bus fährt. Als ich um 6 Uhr auf die große Uhr beim Bremer Bahnhof guckte, es zu Tom sagte, dass wir 6 Uhr haben und er meinte, dass dann in 15 Minuten wieder ein Bus ankommen sollte. Der Typ, der zuerst keine Maske hatte, hatte plötzlich eine und setzte sich vor uns auf die Treppe und wir entschuldigten uns nochmal wegen der Euphorie, die wir hatten, da es uns leid tut, dass wir ihm nicht helfen konnten. Er sagte aber nur genervt, ja, ja, und das tat mir sehr leid und zog mich etwas runter, da wir eigentlich nicht wollten, dass jemand nicht gut gelaunt ist. Als der Bus da war, fragten wir ihn, was die Fahrt kostet und er sagte gar nichts, steigt ein. Auf einmal überkam mich Wellen der Euphorie, da wir nun nicht die ganze Nacht laufen mussten. Das war mit großem Abstand die geilste Busfahrt aller Zeiten. Es war wieder ein Reisebus mit Luxussitzen und es war einfach nur noch herrlich. Ab jetzt war das Set und Setting wieder perfekt. Der Bus war angenehm warm und nach kürzester Zeit waren wir wieder am Bahnhof. Es war jetzt ca. 7 Uhr morgens und die Sonne ging langsam auf. Wir bedankten uns extrem stark bei dem Busfahrer und sagten ihm, dass er uns den Tag gerettet hat. Wir waren immer noch leicht drauf. Als wir losfahren wollten, beschloss ich aber, dass ich noch ein Teil nachwerfen wollte. Das Widerliche war aber daran, dass wir nur 1 Liter Wasser hatten, von dem wir immer in 30 Minuten Abständen etwas getrunken haben, damit wir nicht dehydrieren. Und diese Flasche war nach der Busfahrt leer. Das bedeutete, dass wir dieses Mal echt unvorbereitet waren und dass ich das Teil ohne Wasser runterschlucken muss. Das war das Ekligste, was ich jemals getan habe. Ich musste es einmal kurz zerkauen und dann lutschen, bis es runterging. Alter, war das Absturz! Mein Mund schmeckte danach nach bitterem Chemiegeschmack und etwas metallisch. Leider hatten wir auch keine Kaugummis, weil wir die beim Tag davor bei Ben vergessen hatten. Danach fuhren wir wieder zu Tom nach Hause. Die Fahrt mit dem Fahrrad war mega entspannend durch den Sonnenaufgang. Leider fingen wir leicht an zu frieren auf dem Weg, sodass wir uns etwas beeilen mussten. Zum Glück hatte Tom seine letzten 3 Cent bei seiner Schwester im Zimmer versteckt, bevor wir losgefahren sind, sodass wir diese nicht nehmen konnten. Aber auf Teilen passiert sowas eigentlich nicht. Aber da wir noch leicht auf 0,5 Milligramm waren, als wir losgefahren sind, wollten wir auf Nummer sicher gehen. Seiner Schwester hatte er davon natürlich erzählt. Bei Tom angekommen, freute ich mich endlich darauf, bald auf einer bequemen Matratze pennen zu können. Danach zogen wir noch jeder ein paar kleine Lines, später um 7.30 Uhr und schliefen dann danach ein. Am nächsten Morgen, so um ca. 13 Uhr, wachte ich auf und Tom war bereits wach und aus Reflex zogen wir direkt weiter Lines. Dieses Mal aber wurden wir durch die Kurzzeittoleranz nicht euphorisch, sondern nur stark sediert und entspannt. Wir hatten noch ungefähr 2 Teile und 1 Drittel da und Tom behielt das letzte Drittel ernsthaft für die Berufsschule heute, da er eine Mathearbeit schreiben musste. XD. Tom hat irgendwie Spaß daran, Drogen in der Schule zu nehmen, ich zum Glück nicht. Ich zog mir anfangs direkt ein Drittel von einem Teil rein. Warum, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Es waren wieder diese Zieh-Vibes. Tom zog etwas weniger und dann nach kürzester Zeit hatte ich ein Teil gezogen und ein bisschen. Und Tom ungefähr ein halbes. Dadurch wurden wir echt mega vertrippt und ich hatte laut Tom nur noch irgendeinen Scheiß gelabert bei jedem 2. Satz. Entweder habe ich akustische Halluzinationen gehabt oder Tom hat zu stark, zu undeutlich gesprochen. Dann irgendwann beschlossen wir, dass wir jetzt kurz eine Pause machen und erstmal nicht mehr weiterziehen, da die Gespräche langsam echt weird wurden. Zum Beispiel habe ich gesagt, ich muss jemanden anrufen. Dann sagte Tom, wen? Und ich sagte, Eistee. Dann sagte Tom, was laberst du? Und ich sagte nur, die Werbung. Daraufhin sagte Tom, welche Werbung? Und ich sagte, BLK. Und danach kam ich dann wohl wieder zu mir. Aber alle paar Minuten begann dieser komische Trip wieder. Es war sehr unterhaltsam und angenehm, aber manchmal dachte sich Tom nur so, Hilfe, was geht hier ab, ey? Irgendwann zogen wir dann die letzten 2 kleinen Lines und danach ging ich auf sein Badezimmer, wo ich dann erstmal alle 15 Minuten hinrannte und nicht pissen konnte. Das war sehr nervig. Auf dem Klo hatte ich dann echt heftige Halluzinationen. Ich habe gedacht, Tom würde hinter der Dusche sitzen und mich anstarren. Und an dem Handtuch, das an der Tür hing, habe ich immer eine Frau gesehen, die sich umdrehte. Allerdings faszinierte mich dies, da ich so sediert war, dass ich einfach gute Laune hatte. Dann ging ich in Toms Zimmer, wo ich dann etwas 75% selbstgebrannten Alkohol trank, so ca. 50 Milliliter oder so, mit Wasser verdünnt, XD, weil wir nichts anderes zum Trinken da hatten. Danach legte ich mich dann erneut pennen und schlief von 15 Uhr bis 19 Uhr durch. Danach wurde ich erstmal panisch, weil es auf einmal wieder dunkel draußen war und ich dachte, dass es 6 Uhr morgens ist oder so und ich jetzt direkt zur Schule muss. Zum Glück war dem nicht so und ich war komischerweise kaum noch drauf. Tom begleitete mich auf halbem Weg zu mir nach Hause und von dort aus trennten sich unsere Wege und wir gingen getrennt nach Hause. Als ich abends zu Hause angekommen war, bemerkte ich, dass ich einen miesen Kater hatte und dass ich seit heute Morgen echt Probleme hatte zu pinkeln. Ich saß immer locker 20 Minuten auf dem Klo und gab es dann auf,
bis ich dann abends irgendwann vom Pennen gehen rauslassen konnte. Meine Nase tat mir weh. Und wenn ich sie putzte, kamen ganze Stücke an Teilen raus. Locker insgesamt ein halbes Teil. Und sehr viel Blut. Ah ja, und ich konnte von den Lines immer mega gut einschlafen. Es war wie Opiate, aber bei oralem Konsum wurde man mega wach. Jetzt haben wir Dienstag und ich habe nicht mehr vor, Sens oder Teile zu nehmen. Weil wenn ich keine Sens mehr nehme, dann ist es mir auch nicht mehr egal, ob wir heute Teile ballern. Dann kann ich klar Nein sagen. Da sich viele immer fragen, warum wir Sens Alpras nehmen. Der Rausch fühlt sich einfach mega geil an und ich muss die ganze Zeit lachen und es bockt einfach ziemlich. Klar ist es scheiße, dass man, wenn man es etwas übertreibt, nichts mehr weiß. Aber der Turn ist halt geil. Ich treffe mich auch nüchtern mit Tom oder Ben. Dann habe ich auch viel Spaß und bin dann auch durchgehend am Lachen, weil wir so offen reden können und genau denselben Humor haben. Aber auf Drogen bockt es halt nochmal wieder ganz anders. Ich will nochmal ausdrücklich sagen, dass ich Drogen mittlerweile nicht mehr so toll finde, da ich die Schattenseiten nun kenne und massive Probleme durch meinen Konsum psychisch bekommen habe, aber alle 2 bis 3 Wochen gebe ich dann wieder auf und werfe mir wieder Teile ein. Ich bin auch immer am Übertreiben, generell im Leben, KP, woran das liegt. Ich habe einfach das Bedürfnis, immer total zu übertreiben mit allem. Liegt vielleicht daran, dass mein Uropa Alkoholiker war und daran gestorben ist und oder daran, dass seine Frau tablettensüchtig ist und ich jetzt deswegen etwas in den Genen habe. Keine Ahnung. Ich will mich hier ja auch nicht selbst verarschen und Ausreden erfinden. Zuletzt muss ich noch sagen, dass es die Erfahrung durchaus wert war, Teile woanders zu nehmen als sonst, da der meiste Teil vom Trip sich ja besonders positiv und wie etwas Neues anfühlte. Generell Fahrradfahren auf Teilen kann ich nur empfehlen, XD. Man hat das Gefühl, man muss nichts machen und es fährt von selbst. Ich fahre seit meinem DPH Bad Trip auch nicht mehr besoffen Fahrrad, aber auf Teilen, wenn man noch nicht halluziniert, dann kann man das eigentlich sehr gut handeln. Autofahren würde ich niemals auf Drogen, da man so noch wahrscheinlicher andere verletzt und euch selber. Ich wünsche euch noch einen entspannten Tag und hoffe, dass ich euch heute mit meinem Tripbericht etwas den Tag verbessern konnte. Danke fürs Vertonen, Torben. Mein persönlicher Senf. Ja, erstmal bitte fürs Vertonen. Ja, war wieder ein recht ausführlicher Tripbericht, fand ich auch sehr interessant. Gut, war ein bisschen vieler, sag ich mal, Rechtschreibfehler und so, aber ist ja egal. Ich konnte ihn ja trotzdem lesen und, ja, fand ich trotzdem gut den Bericht. Das war jetzt vielleicht keine schlaue Aktion, ich persönlich fahre auch nicht schwarz, weil es ist mir den Stress einfach nicht wert, den man dann die ganze Zeit hat. Und außerdem 3-mal schwarz fahren, da kann man schon für den Knast gehen tatsächlich. Also wenn man das ignoriert oder so, von daher würde ich das niemandem empfehlen, schwarz zu fahren. Plant lieber ein bisschen mehr Geld ein, kauft euch einfach einen Teil weniger und ja, dann hat sich die Sache gegessen, weil ganz im Ernst, ich glaube mit 1 oder 2 Teilen weniger werdet ihr auch gut über die Runden gekommen, sage ich mal. Und ja, ob das jetzt so schlau war, quasi alles auch noch zu ziehen am Ende, bis die Nase blutet. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein gutes Konsummuster ist, aber alle 2 bis 3 Wochen ist auch ein bisschen regelmäßig, ein bisschen häufig. Jedenfalls, wenn das immer so eskaliert, sage ich mal, oder so ausartet. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt du bist, aber da von der Schule die Rede ist und so, denke ich mal, du wirst doch nicht allzu alt sein. Von daher, pass mal auf, vor allem mit deinem Benzokonsum, dass das nicht weiter eskaliert. Vor allem, weil du das Gefühl ja feierst, weil du ja schon ordentlich dran geleckt hast und den Geschmack magst. Ja, von daher, reiß dich vielleicht mal ein bisschen zusammen und, aber trotzdem danke für den Bericht, wie schon gesagt. War generell ein guter Bericht, auch wieder schön lang, also das mag ich ja eh immer gerne, so diese langen Berichte. Und ja, falls ihr einen Bericht für mich habt, könnt ihr mir den auch gerne schicken. Und zwar zu tripberichte@tripberichte.de. Meine E-Mail-Adresse findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Checkt auch gerne meinen Rap aus. Einfach auf meinen Kanal klicken und dann die Playlist PVK. Da ist jetzt auch unser neues Musikvideo drin. Das Album kommt am 1.4. 12 Lieder werden es sein. Und ja, da könnt ihr auch schon mal sehr gespannt drauf sein. So, dann wünsche ich euch allen erstmal noch eine wunderschöne Zeit, einen tollen Tag. Bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.